Ich krieg das nicht wirklich mit, das ist schon der dritte Part. Unglaublich. Und die Sonne scheint. Ja, das war nur ein kurzes Gewitter. Das freut mich. Jetzt geht's mir wieder gut, weil ich gebadet habe und ein Buch ausgelesen und gut ausgeruht bin. Und ihm geht's dafür scheiße, weil ihn ein Eber angegriffen hat. Und ich verliere, weil ich so schlecht bin. Seite 1. Die Geschichte von Erik. Aufstieg und Fall eines Monarchen mit guten Absichten. Seite 3. Tatsächlich. Seite 3. Erik, Prinz von Melny, Sieger über die Horden aus dem Norden, zog die Klinge des Grollstabs aus seiner Scheide und hielt sie vor sein Volk. Der Grollstab, die Klinge der Seelen. Der Grollstab, der Retter von Melny. Seite 21. Es waren viele Jahre vergangen, seit Prinz Erik, der Sklave des Grollstabs, am Grab seiner Frau und Kinder kniete und weinte. Es gab es jetzt alles nicht mehr. Das Königreich, das Volk, seine Familie. Der Grollstab hat ihm alles genommen. Nur Geister waren noch übrig. Ich muss den Fischer konfrontieren. Bitte greif mich nicht an, Fische, weil ich bin total verletzt. 6 Stunden noch. Und dann bin ich leicht verletzt und dann habe ich Kratzer und... Wurscht. Ich verlange einen Grollstab? Bist du gestört? Heißt das, ich soll den jetzt... Habe ich jetzt einen Typen getötet? Ah, upsi. Goldstab bewundern, okay. Ausrüsten, Schwertschärfen. Und kann ich überhaupt kämpfen, wenn ich so verletzt bin? Und wisst ihr... Na. Hätte mich gewundert, weil wenn ich so verletzt bin... Oder? Oder liegt es daran, dass ich ihn gerade schleife, den Grollstab? Den grollenden Stab. Grollstab. Kann ich wirklich nicht. Gut, dann... Ich glaube, das wird jetzt geschnitten, ja. Jep. Also, ich gehe jetzt schlafen, essen und ich setze mich dann dem Arzt wieder. Weil das ist ja kein Zustand. Gut, also, bis gleich. So, willkommen zurück. Also, ich lasse mich jetzt zum Arzt operieren. Und lass mir erst die Hilfe. Sehr gut. Ich bin wieder intakto. Und muss Aufgaben erledigen. Bitte. Dann erledige ich noch schnell meine Aufgaben und Gebete, was habe ich für scheiß Aufgaben? Das gibt's ja nicht. Gut, und du? Was denn noch? Gehst du ins Königreich? Da tratschen sicher viele Leute rum. Gut, ich bin stärker.
ist auch besiegt. Gut, Rollstopp testen. Lauschen. Boah, ich hasse es, jetzt beschäftigen zu müssen. Das ist so dumm. Boah, die saugeile Waffe ist das. Und noch 6 Minuten Zeit im Quest werde ich beenden können. Yay, saugeil. Ach so, ich habe beim Kampf den Grollstab ausgerüstet gehabt. Natürlich besiege ich den im Handumdrehen. Ist ja logisch. Oh mein Gott. Ich denke nicht dran. Gut, Rollstopp getestet. Was? Was? Wie soll das denn gehen? Jetzt muss ich's... Boah, das ist bescheuert. Gut, Aero, du gehst derweil jagen, weil mir fällt wirklich absolut nichts ein, was ich mit dir anfangen kann. Damit es wenigstens ein Fleischvorrat hat. Ja, Bilder halt nicht so gut. Dann gehst du nochmal jagen und dann gehst du noch raus. Eire schließt sich an den ahnungslosen Keiler und erledigt ihn. Gut, gut gesperrt. Jetzt muss ich jagen gehen. Mit Grollstab jagen geht, das ist ja... Warum heißt das überhaupt Grollstab? Ich meine, das ist ein Schwert. Und jetzt bin ich mäßig aufgespießt. Yay. Dann werde ich einfach was selber finden. Na toll. Handbuch der Schmiedekunst erhalten, toll. Achso, jetzt habe ich das Buch gratis bekommen, jetzt kapiere ich es erst. Ja, man muss sich's gescheit durchlesen und nichts überfliegen. Gut, jetzt bin ich noch... Sertalis war während der Jagd von der Klinge in seiner Hand abgelenkt. Er hatte Schwierigkeiten, seine Augen davon zu lassen. Ohne Vorwarnung stürzte sich ein hungriger Wolf mit gefletschten Zähnen auf ihn. Augenblicklich schlug der Grollstab aus und war in der Seite des Tieres verschwunden. Die Bestie hatte nicht mal Zeit zu heulen, bevor sie aus dem Waldboden aufschlug. Als sich Sertalis über die Bestie beugte, durchfuhr ihn ein Gefühl von Euphorie. Er nahm genug mit, um eine Mahlzeit daraus zu kochen. Und jetzt werde ich die Mahlzeit kochen müssen, habe ich recht. Jetzt muss ich schon wieder den Grollstab bewundern. Dann ist er bescheuert. Was? Schon wieder? Warum kehrt die Macht nicht zurück? Er hat mich doch sonst nie im Stich gelassen. Die Gedanken von Sertalis füllten sich mit Visionen von Streit, Zerstörung und Eroberung. Doch ein Bild stach ganz besonders heraus. Er trieb auf aufgewühltem Wasser. Leblose Körper stapelten sich auf dem Meeresgrund und nur er hielt noch einen Fetzen Leben in der Hand. Sertalis wusste nicht recht, ob dies eine Vision der Tortur oder Herrlichkeit war, doch plötzlich war sein Verstand von Hass erfüllt.
Der Goldstab soll euch befreien, blitze vor seinem inneren Auge auf. Talis, du machst mir Angst. Okay, also irgendwie ist das nicht gut. Wie geht's? Warum habe ich eine leblosen? Dann gehst du mal schlafen, das Essen zubereiten. Und wenigstens ist wieder die Spionin dran. Und sie ist eh nur leicht verletzt, also ist mir das wurscht. Die kämpft ja nicht wirklich oft. Die Nachricht lautete, der Goldstab und das Artefakt sind in der Tat identisch. Klinge, Seele eines alten Dämonen, Vernichtung finden solltest. Sie ist nicht aus der Schade, Zerstörung. Und jetzt muss ich mit, da muss ich Sertalis warnen. Toll, Katrina, der setzt man früher Song kennen, du depperte Kuh. Gut, Sertalis schläft aber, also werde ich ein bisschen üben. Ich will es jetzt nicht schneiden. Fleischsuppe. Gut. Jetzt werde ich mit... werde ich Sertalis warnen. Hat nicht funktioniert. Ich sollte einen Trank brauen. Gut, der Quest geht noch weiter. Also, wir sehen uns gleich wieder. Kurzer Schnitt.